Für die in Kooperation mit der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien entstandene Ausstellung des Stadtmuseums Bonn im Rahmen von Beethoven 2020, Bonns goldenes Zeitalter, die kurkölnische Residenzstadt zur Zeit Beethovens, hat die Direktorin des Stadtmuseums Bonn und Kuratorin der Ausstellung, Dr. Ingrid Botsch, viele Preziosen zusammengetragen. Sie liegen zurzeit pandemiebedingt im geschlossenen Ernst-Moritz-Arndt-Haus im Dunkeln, wie es zwar die Exponate, insbesondere die Autografen, lieben, aber nicht die Präsentatoren, die ihre Freude, so viele schöne Exponate für die Ausstellung bekommen zu haben, gerne mit einer interessierten Öffentlichkeit teilen möchten. Deshalb stellen wir Ihnen einige Leihgaben in Gestalt kurzer Videos vor, die gleichzeitig auch eine kleine Kompensation für die ursprünglich zur Ausstellung geplanten Begleitveranstaltungen darstellen, weil Markus Kreul auf Bitten der Museumsleiterin Ausschnitte aus den besprochenen Kompositionen extra eingespielt hat. So ähnlich mag der Klavierauszug Ludwig van Beethovens zu Musik zu einem Ritterballett geklungen haben, der bei einer Brandstiftung vernichtet wurde. Die einzelnen Sätze sind in ihrer Struktur her einfach, aber sehr charakteristisch und lassen sich wunderbar als eine Tanzsuite auf dem Klavier spielen. Das Ritterballett, uraufgeführt in Bonn am 6. März, da weiß man sogar aufgrund eben nachrichtlicher zeitgenössischer Angaben, genau den Tag, am 6. März 1791. Das war tatsächlich der Sonntag vor, wie man im Rheinland dann sagen müsste, Rosenmontag. Ich glaube, das war aber noch kein Begriff in der damaligen Zeit. Also der Fastnachtssonntag, eben damals ein 6. März. Und eine Aufführung, die vom hiesigen Adel, wie es in der Quelle, im Redoutensaale stattgefunden hat. Man weiß nicht genau, welcher Raum damit bezeichnet ist. Es gibt Quellen, die sagen, in der Residenz, es ist schon anzunehmen, wenn das der Hofadel war, dass es dann ein Raum im Schloss war. Dort gab auf Initiative eben des Grafen Waldstein, führte eben der Adel ein sogenanntes charakteristisches Ballett in altdeutscher Tracht auf. Deshalb auch der Name Ritterballett, der damals aber nicht verwendet worden ist. Das ist erst sozusagen eine Namensgebung, die wir erst aus den ersten Beschreibungen von Beethovens Leben durch seinen Freund Wegeler und durch den Schüler und Freund Ferdinand Ries 1838 eben in den biografischen Erinnerungen an Beethoven festgehalten sind. Der bezeichnet es nämlich als Ritterballett und seit der Zeit ist eben auch der Name erst damit verbunden. Gleichzeitig mit dieser Benennung ist dann auch sozusagen erst der Welt bewusst gemacht worden, dass dieses Ritterballett eben nicht vom Grafen Waldstein stammt, sondern eine Komposition des jungen Beethovens gewesen ist. Seine erste Komposition eben auch für Orchester, die aber
eben nicht signiert ist und deshalb lange Zeit eben immer als Werk des Grafen gegolten hat, der tatsächlich sonst an dieser Aufführung großen gestalterischen Anteil hatte, weil er zusammen mit einem Ballettmeister aus Aachen diese ganze Choreografie und natürlich auch Bühnenbild und was alles da halt dann noch nötig war und natürlich auch die Herstellung der Kleidung für die Damen und Herren, weil die ja eben alle in charakteristischer Tracht erscheinen sollte, was man sich halt damals aufgrund eben vorhandenen Bildmaterials eben so gedacht hat, was altdeutsch zu sein hat. Das war dann auf jeden Fall im 18. Jahrhundert sicherlich mindestens 300 Jahre früher und so traten eben die Damen und Herren des Adels da auf, war sozusagen eine Musik dann eben, die auch getanzt worden ist und deshalb natürlich auch der Begriff des Balletts, dann den Wegeler dann auch verwendet. Das Schöne ist, es wird ja dann immer gerätselt, wieso Beethoven, der das auch nie veröffentlicht hat natürlich, aber er bewahrte eben seine Partitur tatsächlich bis zu seinem Lebensende auf. Und die kam dann eben mit der Veräußerung dann seines Nachlasses irgendwann dann auch an die Staatsbibliothek Berlin, wo sie zu den vielen großen Beethoven-Werken gehört, die dort aufbewahrt werden. Er hatte offenbar schon eine enge Beziehung zu diesem Werk, aber eben er hat es nie für die Veröffentlichung vorgesehen. Und es gäbe natürlich jetzt viele Erklärungen, aber die plausibelste, weil die halt auch wirklich absolut in die Zeit passt, ist eben die, dass tatsächlich einige musikalische Motive von Grafenwaldstein stammen. Ganz sicherlich auch bedacht darauf, seinen Förderer natürlich auch zu erfreuen und sich weiterer Förderung natürlich zu versichern, sich dann natürlich nicht hingestellt hat und dann gesagt hat, das ist aber nicht vom Grafen, das ist von mir. Ne? Diese Diskretion hat er offenbar ja Zeit seines Lebens beibehalten, weil, wie gesagt, es wird erst dann, war er schon über 10 Jahre tot, eben dann erst durch seine ersten Biografen dann eben berichtet. Danach irgendwann ist es natürlich auch mal dann veröffentlicht worden. Und was aber auch ganz besonders ist, Beethoven hat gleichzeitig auch schon einen Klavierauszug hergestellt. Dass Beethoven mit Waldstein, obwohl in der Wiener Zeit tatsächlich keine Kontakte bekannt sind, was ungewöhnlich ist, weil der Graf Waldstein, der ja in Bonn 1788 im Juni in den Deutschen Ritterorden aufgenommen worden, ist in dieser großartig in vielen Quellen zeitgenössisch beschriebenen Zeremonie, der Beethoven mit Sicherheit auch den Weg in Wien geebnet hat. Waldstein, wie gesagt, hat Beethoven ja nicht nur diese ja in unser aller Ohren klingende Widmung auf das Stammbuchblatt, war ja ein loses Blatt geschrieben, was Beethoven dann nach Wien mitgenommen hat, sondern mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass er da nebst der Tatsache, dass er als Schüler Haydns, muss man auch sagen, nach Wien gekommen ist und als Stipendiat des Kurfürsten, des Kaiserbruders, es waren ja auch schon Entrebiers genug, also aber er hatte dann eben noch zusätzlich das von einem hohen Adeligen, der eben in Bonn auch sehr unterstützt hat. Ja.